Hey Leute, weiter geht's mit Plants vs. Zombies 2. It's about time. So, wir haben neue Nachrichten, stehen hier. Nachrichten, jetzt. Und zwar gibt es... Das haben wir schon gelesen. Dann gibt's am 12. Juli gab's auch eine neue Nachricht. Die ist leer, die gibt's gar nicht. Und jetzt am 17. Juli, zeitlich begrenztes Event, der Traubenschuss-Doppelchance. Die Traubenschuss-Doppelchance. Diese Woche erhaltet ihr zwei Chancen, es mit dem Traubenschuss an die Spitze der Battles Turnierbestenliste zu schaffen. Nehmt an Traubenschuss zweitägigem Eskalationsturnier teil und erklimmt die Rangliste, bevor die Zeit abläuft. Verfeinert eure Traubenschussstrategie, sammelt Belohnungen und stürzt euch dann in ein zweites Battles Turnier, das die Woche abschließt. Wir hoffen, ihr nutzt diese tolle Doppelchance, präsentiert von Progressive. Danke fürs Spielen. Ja, ich glaube, dass ist vorbei. So, kurz anmelden. Passt. Jetzt Aufträge erledigen. Was? Okay. Ja, nee. Traubenschuss gnadenloses Turnier. Teilnehmen und Belohnungen sowie limitierte Fruchtpinatas gewinnen. Aha. Community-Herausforderung. Abgeschlossen. Was schließe Battles mit Powermünzen ab und schaltet Belohnungen frei? Aha. Freitagsupdate. Ah, das macht automatisch weiter. Pflanzewoche, der Traubenschuss. Explodiert und streut abprallende Projektile. Aha. Epischer Auftrag. Landkrieg. Nur für kurze Zeit. 6 Level, 60 Samenpäckchen und 2500 Münzen. Na gut, spielen wir mal. Was? Nimm an wöchentlichen Turnieren teil und verdiene Belohnungen. Aha. Ja, jetzt sehen wir erstmal in den Zengarten. So, wir haben hier noch eine Kokosnusskanone, Walnuss, Federbohne, Erbsenkanone, Drachenmäulchen, Kartoffelmine und eine Ringelblume. Und das Cola-Pult kriegen wir auch noch neu. So, da kommt auch schon die Biene. Für das Cola-Pult. Okay, dann beim Shop, was haben wir dann Neues? Noch 3 Tage ist das alles. Kostümpartei für 4000 Münzen haben wir leider nicht, aber das würde ich mir kaufen wollen. Und dann hier, diese Woche sind Bananenwerfer, Wintermelone und Intensivkarotte da. Oder würde ich mir gerne die Wintermelone holen? Und dann den Bananenwerfer und Intensivkarotte zuletzt, weil ich das nicht kenne. Und nicht weiß, ob das toll ist oder nicht. Naja. Aber erstmal dieses Kostüm. Das würde ich zuerst holen. So, ansonsten gibt es hier nicht viel. Nein. Nicht viel Neues. Na gut, womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Pin. Ah, Moment mal, vielleicht haben wir ja neue Zombies. Das weiß ich gerade gar nicht. Sehen wir mal kurz nach, ob wir neue Zombies kennengelernt haben. Naja, jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Der hier ist, glaube ich, neu, oder? Der Eimerbauer. Und der hier, glaube ich, auch. Pylonenbauer. Ausdauergeschütz, Tempo normal. Mit seinem steinernen Pylon ist er doppelt so robust wie normale Bauern. Der Pylonenbauer ist einfach nur froh, den Pylon auf dem Kopf zu tragen. Immerhin sind es harte Zeiten. Manche Zombies müssen ohne auskommen. Der Eimerbauer. Ausdauer verstärkt, Tempo normal. Sein geschmiedeter Eimer schützt hervorragend gegen Schaden. Die anderen Zombies begreifen nicht, wie vielseitig die Kopfbedeckung des Eimerbauerns ist. Einerseits ein Helm für die Schlacht, andererseits ein prima Kochpot für Hirntopf. Und darauf rumtrümmeln kann man auch. Okay. So, was hat mir... Den hier hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Die Schmalzlocken-Pylonen-Zombie. Ausdauergeschützt, Tempo normal. Sein Seestern-Pylon vielleicht um die doppelte Ausdauer eines normalen Schmalzlocken-Zombies. Gerne den Strand, haben sie gesagt. Setzt den Pylon auf, haben sie gesagt. Tja. Und genau das hat der Schmalzlocken-Pylonen-Zombie getan. Einfache Befehle befolgen kann er.
Okay, das kannten wir doch schon. Aber die Bikini-Eimer-Zombie, die hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ausdauer verstärkt Tempo normal. Der muschelbesetzte Eimer schützt hervorragend gegen Schaden. Der Bikini-Eimer-Zombie hatte Großes vor. Wollte mehr als nur am Strand herumzulungern. Das Ziel der Zombie-Dame? Auf internationalen Synchronschwimmwettkämpfen dabei sein. Leider scheiterte sie an der Nasenklammer. Wie sollte sie die nur ohne Nase befestigen? Lol. Aber ich glaube auch, dass. Auch diesen Zombie kannten wir schon. Dann, was haben wir noch? Okay, das war's. Wilder Westen Trophäe, super. So, beim letzten Mal haben wir ja den Vasenbrecher fertig gemacht. Sehen wir mal kurz die Mission. Was haben wir denn? Hol die Battles gratis Spiele, besiege Zombie bauen immer noch? Oh, cool. Und probiere eine Prim. Also, das heißt, wir haben keine neuen Missionen? Oh, doch, jetzt. Neu. Hol die Battles gratis Spiele. Wieder zwei. Gewinne eine Party Battles. Spiele die heutige Piñata Party. Sammle Samenpäckchen. Und hier epischer Auftrag: Land, Krieg und Zombies tiefkühlen. Nutze Wintermelonen, Eisbergsalate, Hagelzuckererbsen und mehr, um die Untoten zu kühlen, zu frosten. Und anderweitig zum Zittern zu bringen. Oh, das geht einfach. Und hier haben wir nichts. Okay. Wir spielen jetzt erstmal die Piñata Party. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Was ist das für eine Pflanze? Na, ich muss sie schützen. Das ist einfach, vermute ich mal. Ah, du schießt. Das ist cool. Eine Münze. Weg mit dir. So, ich mach jetzt einfach mal das hier. Ich weiß nicht, was das macht. Oh. Nicht sehr gut. Verdammt, da oben. Oh nein, es wurde gefressen. Zombies haben die Pflanze verputzt. Das ist nicht gut. Erneut versuchen. Ach Mist! Okay, zurück zur Karte. Ich hab's verkackt. Aber ich habe die Mission erfüllt, weil ich die heutige Piñata-Party zumindest gespielt habe. Und kriege 5 Juwelen. Super, 32. Ich glaube 100 brauchen wir, oder? Okay. Dann würde ich jetzt Battles spielen. So, Turnierergebnis. Turnier beendet. Du hast dich qualifiziert für die Holzliga. Nummer 5. Dürfen die ersten 5 nicht hochsteigen? Naja, egal. 35 Juwelen, 6 Münzbonbons und 350 Münzen. Das ist cool. Damit haben wir unsere Juwelenanzahl mehr als verdoppelt. 67 jetzt. Geil. So, immer noch die Bombermünze, so wie es aussieht. Ja. Holzliga noch 3 Tage. Dann spielen wir einfach mal. Longa! So, Radzombies, der da und der, mehr nicht. Ah doch, hier ist noch ein Fallschirmzombie versteckt. Und ich habe die hier, die kenne ich doch noch gar nicht. Neue Karte freigeschaltet, sehr schön. So, 5000 Sonnen, was mache ich nur? Ich würde gerne die hier mitnehmen. Dann nehme ich noch die Doppelsonnenblumen mit, damit wir mehr Sonnen machen können. Die Kirschbombe nehme ich mit. Die Wintermelone.
Und dich noch. Ich glaube, das wird geil. Ich hätte gerne noch einen Platz, also statt der hier, aber naja. Los geht's. So, Verteidigung pflanzen. Ich pflanze erstmal überall diese Doppelsonnenblumen. Dann pflanze ich überall ein Cornerpult. Nein, Cornerpult. Und dann kommen hier noch Wintermelonen hin. Ich habe hier ein Cornerpult vergessen. So, und ich werde hier Walnüsse platzieren. Und ich weiß nicht, es hieß ja, die explodieren. Ich würde mir gerne dann was aufheben, aber jetzt machen wir erstmal hier so. Los geht's. Alter, was? Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Die Hälfte meiner die sind alle weg fast. Na toll. Ich muss. Die Bombe habe ich noch nicht. Ah, jetzt hätte ich die Bombe. Das war überhaupt nicht toll. Gar nicht toll war das. Hier noch. Was? Nein, nicht schon wieder. Gleich habe ich die Bombe. So. Meine Sonnen. Überhaupt nicht gut ist das. Oh, das ist sehr gut. Nein, das ist gar nicht gut. Mist. Ich kann ja hier. Oh, das ist cool. Habe ich gerade festgestellt. Ich brauche noch ein paar Sonnen. Danke. Das ist gar nicht gut. Es müsste erstmal der da weg. Ich weiß nicht, welchen der frisst. Die Wintermelone, na toll. Okay, ich lasse ihn einfach durchkommen. Da habe ich keine Chance. Ich brauche noch ein paar Sonnen. Bitte. Danke. Zack, zack, meine Sonnen. Mal zack hier. Nee, ich glaube, die geben keine Punkte, also lasse ich das mal. Ich spare mir. Die beiden leben immer noch. Zeit ist gleich um. Ich habe mir gerade nochmal 900 Punkte gegönnt dadurch. Ja, cool. Gewonnen. Fast die dreifache Punktzahl. Nee, sogar mehr als die dreifache, oder? Ich glaube, mehr als die dreifache. So, also die hatten wir beide, diese Trauben. Aber er hatte komplett andere als ich hier. Tja. Okay. Weiter. Minzbonbons. Ja, cool. Also ein Minzbonbon war das, glaube ich. Du hättest ein Minzbonbon, nutze sie, um Powerminzen zu kaufen und zu verbessern. Okay, weiter. Was Powerpflanzen sind da? Okay. Ja, also ich bin jetzt Platz 1 mit 5 Punkten. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ich werde wieder in der Holzliga bleiben. So, welche Anleitung war das, oder? Nein. Oder doch? Hier, Holzliga. Diese Liga wäre das nächste.
So, was gewinnen? Wer? Wo steht denn, wer aufsteigt? Ach, ich weiß nicht. Münzbonbons können wir gewinnen. 30 Münzbonbons, cool. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ach, 29, der Standsgrad. Mission erfüllt. Zombies tiefkühlen. Ah, eine Pinata. 10 Samenpäckchen für die Frosterbse. Hagelzuckererbse? Was? Warst du nicht früher die Frosterbse? Und Gewinner Party Battles. Nochmal 2 Minzbonbons. Oh, Premium Saatgut Taubenschuss. Okay, jetzt haben wir 31. Und wir haben etwas Neues. Ah, Dieter wäre halt wahrscheinlich weiter. Gab es einen neuen Zombie? Ich glaube nicht. Mir wäre jetzt keiner aufgefallen. Also nein. Wir haben keine 4000 Münzen. Aber ich würde gerne mal nachsehen, wie viele Münzbonbons wir brauchen. Die Pinata kostet nur 25, die können wir uns leisten, aber die Bombenminze selbst kostet 100. Okay. Also wir brauchen 100 Minzbonbons, um uns da was leisten zu können. Schade. Na gut. Gehen wir mal kurz in den Zengarten, vielleicht ist die Biene wieder bereit. Nein. Warum habe ich eigentlich... Ach, bei Battles geht das mit den verstärkten Pflanzen ja nicht, glaube ich, oder? Na gut, lassen wir. Dann machen wir jetzt Missionen. Machen wir erstmal den Taubenschuss. Pflanzen Taubenschuss. Ich weiß nicht, ich glaube, die hebe ich mir auf. Cool. Ich platziere die jetzt einfach mal in der ersten Reihe. Hier töten kann das Stachelkraut eh kein. So, ich warte noch. Okay, jetzt. Was brauche ich da jetzt wieder? Ich brauche wieder einen. Was ist das? Was war das? Oh oh. Mist. Okay. Ich habe leider noch nicht überall das Stacheltraut. Das ist blöd. Mist, ich wollte ihn eigentlich hier platzieren. Mist. Zombies haben dein Hirn verputzt. Ich sollte den das Stachelkraut vielleicht nicht ganz vorne platzieren. Vielleicht irgendwo ein, zwei Felder davor noch.